Hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Match in der Hearthstone Liga. Ich zocke gegen den Gonchi und So sieht's sein aus. Schamanendeck. Genau, moin moin. Und moin moin und dann sehen wir mal, was das hier gibt. Genau, das wird ja voraussichtlich schon mein letztes Spiel werden, denn Gizmo und Kuttentorte werden die nächsten Spiele. Das wird wahrscheinlich Ja, das ist nichts. gut, dass das anspricht. Meine Zuschauer werden sich wundern, warum es bei mir 12 und 13 gibt als Folge, aber 10 und 11 nicht. Das sind genau diese beiden Matches, Ja. die ich einfach dann übersprungen habe. Gut, war unser erstes Liga-Spiel oder unsere erste Liga-Saison Ich und hoffe, dass euch meine Erfindung gefällt. daraus lernen wir. Es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Das muss ich auf jeden Fall sagen. Also muss ich nicht sagen, Gerade möchte ich hinter dir. sagen. Jetzt wieder. Wow. Ja, du heilst dich ja irgendwie wieder zwischendurch und dann wird es so ein 30-0 oder so. Da lacht er nur schelmisch. Ja, was bleibt mir denn anderes übrig hier? Tja. Ich frage mich, ob. Dann müssen wir das wohl so machen. Okay. Na klar. Ah, das ist ja witzig. Eine neue Karte in meinem Deck. Okay. Ja, dann lassen wir das mal mit dem angreifen, ne? Finde ich gut. Ich hoffe, dass euch meine Erfindung gefällt. Das ist ja ätzend, ey. Da muss ich dran denken, dass ich mit dem blöden Viech nicht angreife. Das Dingo! Vor allem ist ja egal, wo der angreift. Alter Schwede. Richtig. Egal was, egal wo. Ist eigentlich auch ganz gut bei eigenen Monster. Will, aber im Gegnermonster ist das natürlich noch ein bisschen effektiver. Ich frage mich, ob. Okay. Ich muss den Diener mit Spott angreifen. Ah ja. Die Geschichte. Wenn ihr meint. So, jetzt möchte ich eine schöne Karte. Ja, ich drück dir die Daumen Ganz natürlich. bestimmte. Ja, danke schön. Ist jemand verletzt? So, dann noch das. Und dann machen wir das. Das ist schön. Unglaublich. Aha. Und dann machen wir das. Ja, irgendwas muss ich ja machen. Beschwer dich mal noch. Mensch. Ja.
kann ich deinen Bären gar nicht weg. Ja, für zur Information für die Zuschauer, wir werden mit Sicherheit auch eine zweite Saison starten. Wahrscheinlich so Mitte, Ende September, schätze ich mal. Eher Ende September wahrscheinlich. Ja, müssen gucken, dass wir ein paar frische Leute dazu kriegen. Boah, da sind schon auch ein paar mehr. Da sind in jedem Fall welche in Anmarsch. Also Extreme bin ich mir sicher, Sponti bin ich mir sicher. Bad Boy weiß ich nicht genau, ich glaube, der spielt eigentlich auch relativ viel Hearthstone. Und, ja. Ich glaube, da werden wir nochmal eine schlagkräftige Truppe zusammenbekommen. Das muss ich mir gründlich überlegen. Dann machen wir das so. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Schilde hoch! Zwar eine Seite verschwendet, aber das lassen wir so. Habe ich schon gesehen. Was hast du gesehen? Das Monster, was du beschworen hast. Hab ich mir eben von dir geklaut. Ach nö. Hätte ich ruhig mal angreifen können. Mhm. Dann müssen wir erstmal den da loswerden. Das war doof. Diese Runde kein Taunt-Monster. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Bist du dran? Die Tore sind geöffnet. Ist klar. Natürlich. Dafür, dass du dich hier ständig heilen wirst. Nicht, was ich wollte. Das, was ich wollte. Ach, komm schon. Spürt die Macht der Wind. Au! Au, das ist böse. Alles gut. Nee, finde ich nicht schön. Finde ich gar nicht schön. Gleich, Kleid! Lebt wohl. Ah, verdammt. Oh.
musste eben erstmal kontrollieren, ob ich dadurch Winston verliere, aber nö. I könnte uns retten. Jetzt muss ich leider die Op- Alles gut. So kann das nicht weitergehen. Nein, 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 nein. Finde ich nicht gut. Finde ich gar nicht gut. Die Macht der Winde. Zindang! Zindang! Es bleibt nicht viel Zeit. Da ist uns natürlich... Heftige Sportkarte. Siehst da aber auch einen nach dem anderen raus. Auf in den Krieg! Dieser Diener hat bereits angegriffen. Ah. Oh. Kopf hoch. Es bleibt nicht viel Zeit. Das Dingo! Ja! Einmal das. Einmal das. Alte Schwede. Fuck. Ach, der Spott ist natürlich meine Ansage. Jetzt hätte ich gerne den. Auf in den Angriff ist so hoch wie Verteidigung. Mhm. Aber den habe ich ja schon verbraten. Dafür hast du nicht mehr ganz so viele Karten im Deck. Aber in 9 Runden wird es, glaube ich, nicht mehr gehen. Mehr brauche ich nicht. Natürlich. Ah, was haben wir Feines? Ah, komm, 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 zeig mal. Toll. Ich ziehe natürlich wieder nur den Müll aus der Geschichte raus. Naja, sei mal undankbar. So. Kann ich auch endlich mal dir Schaden zufügen. Siehst du mal. Hast du denn geglaubt, dass du das nicht machen wirst? Ich war gerade ganz kurz in Sorge. Ich nicht.
So, wo du so ein 6er Monster mit Windfury hattest. Den Arzt gerufen. Mir in einem Zug zu Schaden zugefügt. Fand ich nicht so schön. Ja, das hätte eng werden können für dich. Mhm. Das ist übrigens meine neue Legendary gewesen, die 7. Schön. Ich freue mich. Schön, ja. So. Erstmal damit weg. Dann okay. Gebe ich dir mal den auf die Nase. Das könnte jetzt schnell werden. Gehen. Auf wenigstens nicht so 30-0, ey. Ein, zwei Karten bei mir ein bisschen besser, ein bisschen anders, dann hätte es auch anders ausgesehen. Boah, jedes Mal, wenn du dich heilst, Alter, wie krank ja, ist die Karte denn wieder? Das ist diese neue Fähigkeit mit den neuen Karten, die es jetzt gibt, seit dem großen Turnier. Der hat Charge, aber kann keine Heroes angreifen. Schade. Sonst wäre das jetzt echt schnell gegangen. Schade. Intern. Toll. Boah, ist der böse. Wenn du den noch als Taunt da hinstellst, 10-10. Scheiße. Was denn? Nichts. Ich hab nur ein bisschen gegrübelt. Okay. Es bringt ja nichts mehr mit dem Angriff. Also ich könnte ja nur noch mit so einer Magierkarte irgendwas anfangen, die irgendwie allen vier Schaden zufügt. So habe ich ja. Ich komme ja an deinen Spot gar nicht vorbei. Nichts Dummes. Letztens habe ich den gezogen, der, wenn er Schaden kriegt, seine Angriffspunkte verdoppelt. Stand der Gegner auf einmal gegenüber von einem 24-5 Monster. Das fand er auch nicht so lustig. Nee, das glaube ich. Naja, ich lebe mal mit der Niederlage. Bladic, herzlichen Glückwunsch. Ja, schön. Und wir sehen uns sicherlich in der zweiten Saison wieder. Du bist bestimmt wieder dabei. Ja, auf jeden Fall. Alles klar. Dann bis dann. Ciao. Ciao.